Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainfieber hier bei Heisenberg zockt. So, Thema Güterzüge, ja, da sind wir stehen geblieben. Mir ging jetzt aber noch ein bisschen was durch den Kopf, nämlich zu diesem Thema Linie machen, die eigentlich keinen Sinn hat. Ich weiß nicht, ich kann mich irgendwie damit nicht so richtig anfreunden. Ich weiß nicht mal warum, es ist so ein Gefühl. Irgendwie jetzt hier lauter sinnlose Linien zu machen, ich weiß nicht. Gefällt mir ja nicht, aber das ist eigentlich kein Problem. Wir können ja natürlich auch Linien machen, die zumindest primär nicht sinnlos sind. Nämlich zum Beispiel, was wir hier angefangen haben, dass wir hier hinten Kohle holen, dahin bringen ins Stahlwalzwerk, uns irgendwo noch Erz holen und damit dann wieder, also mit den Waren, dann wieder zurückgehen an diesen Bahnhof. Das bringt jetzt wahrscheinlich dahingehend nicht viel, dass die Linie in dem Sinn nicht wirklich funktionieren wird. Das ist zu weit. Wir unterliegen hier ja der 20-Minuten-Regel bei Tränenfieber. Aber es ist von daher nicht sinnfrei, weil halt dann Kohlezüge Kohle transportieren und Güterzüge Güter. Das dazu. Gut, dann lasst uns mal weitermachen. Jetzt können wir ja aber gleich mal gucken, wie das hier aussieht. Eben Kohle dahin, von da die Waren, das kann der gleiche Zug machen, da zurück. Genau. Und jetzt bräuchte nur eben noch Erz. Ich glaube, ja, da hinten, genau. Hier haben wir zum Beispiel ein Erzbergwerk, dass wir das Erz von hier holen. Eben, das wird wahrscheinlich zu lange dauern. Das geht über diese 20 Minuten hinaus, aber das wäre dann ja egal. Die muss nicht funktionieren, die Linie. Es ist mehr fürs Wohlgefühl, dass halt Erz transportiert wird, dass die Wagen nicht immer leer sind. Das ist vor allem auch was. Wobei, das wären sie wahrscheinlich dann doch auch. Aber ja, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Das ist einfach so ein Bauchgefühl, dass ich das nicht so toll finde, wenn überall Züge rumfahren, die überhaupt keine Aufgabe haben. Also die haben dann ja eine Aufgabe, auch wenn die Linie vielleicht nicht funktioniert. Gut, langer Rede, kurzer Sinn. Wir basteln mal weiter. Was mache ich hier unten? Keine Ahnung, brauche ich nicht. Können wir wieder rausnehmen. Geht nicht. Gut, lassen wir drehen. Ja. Ich habe gerade noch Transportfieber aufgenommen. Merkt man's? Wahrscheinlich ja. Da sind die ganzen Knöpfe natürlich woanders. Also, wir gehen jetzt mal hier mit dem richtigen Gleis nach hier hinten und gucken. Was machen wir denn da? Brücke? Wahrscheinlich ja, wäre am schlauesten, denke ich mir. Das war hier. Vielleicht mit einer Brücke schon das Gleis sogar wechseln und hier wieder runtergehen. Und dann wären wir da bei der Kohle. Machen wir mal so. Wir nehmen das einfach mal und gucken, was würde das Spiel dazu meinen. Wenn wir hier in die Höhe gehen, eine Brücke wählen, dann würde das so aussehen. Was für eine Brücke, das ist dann immer die Frage. Das würde schon mal gar nicht gehen hier. Die ist ein bisschen, ja, anspruchsvoll hier. Diese grüne, das habe ich schon ein paar Mal festgestellt. Die würde dann wieder gehen. Können wir sogar noch runter. Ja, naja, ich würde dann vielleicht doch eher, wisst ihr, was wir machen können natürlich. Wir können wieder aufschütten. Wir gehen mal bis hier hin. Schütten das auf. Jetzt gehen wir hier noch ein bisschen in die Höhe, damit wir die Brücke rüberkriegen. Das wird sonst nicht funktionieren. Okay, machen wir. Dann hier die Brücke rüber. 300 km/h. Ist zwar ein Güterzug, aber eben, das nehmen wir ja nur als Indiz dafür, dass das funktionieren würde vom Tempo her und dass halt auch die Brücke gerade gebaut ist. Aha, Moment. Vielleicht irgendwie, ja. So, kriegen wir da noch eine Brücke rüber. Das sehen wir, wenn wir bauen. Ich denke mal, ja. Wobei, das ist dann doch fast ein bisschen gar hoch aufgeschüttet hier. Aber wenn wir einen Wald außenrum machen. Wie sieht das denn aus hier von der Stadt aus gesehen? Hier die Güterzüge rüber. Okay, und sonst wäre es so. Das ist immer so eine zweischneidige Frage. Was ist schöner? Eine Brücke hat halt schon auch was, aber sie ist mir dann zu lang. Wir können sie ja, warum sollen wir sie nicht einfach hier auch? Wisst ihr was? Ich weiß, ich spreche in Rätseln. Wir machen das so. Wir machen das einmal so und einmal so. Gehen hier ein bisschen Richtung Wald. Da können wir trotzdem ein bisschen runtergehen. Jetzt hier über den Wald rüber machen wir die Brücke. Und hier machen wir nochmal ein bisschen aufgeschüttet. Wir brauchen nur ein bisschen Platz noch. Und die 300. So. Und jetzt nehmen wir das. Gehen hier hin und schütten das wieder auf. So gut wie es halt geht. So zum Beispiel. Ja, das ist gar nicht schlecht. Da können wir hier unten zum Beispiel noch eine Straße durchmachen. Also diese Straße nehmen, da hochgehen und dann da hinten, keine Ahnung, irgendwie vielleicht Oma besuchen, irgendwas.
Irgendwas wird uns schon einfallen, hoffe ich mal. Ja, machen wir mal so. Wieder hier rüber und dann eben wieder die Brücke. Hier vielleicht, nee, runter. Ja doch, geht sogar noch ein bisschen runter. Dann ist es aber eine krumme Geschichte. Zu schnell geklickt. Moment, Bagger. Das möchte ich nochmal kurz sehen, wie das aussieht, wenn das eben nicht so runter guckt. So. Na, jetzt. So wird's gehen. Ja, guckt halt dann eben ein bisschen runter. So wird's irgendwie, wird so dann irgendwie durchgedrückt in der Mitte. Gefällt mir auch nicht. Machen wir mal so. Aber kommen wir da noch runter? Oh. Bis nach da hinten. Doch, das müsste eigentlich schon gehen. Wir testen's mal, wie das mit Gleis Nummer 2 aussieht. Das müssen wir dann halt gucken. Hier wäre das Ganze dann wieder aufgeschüttet. Wir müssen ja eh runter. Moment. Dann wird es eben so aussehen. Ja, kann man machen. Okay, und jetzt da geht es noch weiter runter. Wo kommt denn hier der Bahnhof hin? Ich würde mal sagen hier. Oder vielleicht hier. Und dann hier übers Gleis rüber. Die Straße können wir ja kappen und neu bauen. Das sollte kein Thema sein. Das ist jetzt noch fraglich. Sollen wir das mal, wisst ihr was, wir lassen das mal für den Moment noch stehen. Machen kurz ein Päuschen hier mit dem Spiel. Und schauen mal, wo würde sich hier der Bahnhof am besten machen. Kohle ist klar. Wenn wir schon einen Kohlebahnhof haben, machen wir den auch. Gleise brauchen wir da, würde ich mal sagen, 4 reichen. Wir haben immer 5 oder 2. Jetzt machen wir hier mal 4. Oh. Jo, mich dünkt, dass das Spiel irgendwie viergleisige Kohlebahnhöfe nicht so mag. Habe ich ihn, ja, ich habe ihn nicht mal hingestellt. Ich wollte ihn hinstellen und schlurz war alles weg. Okay, Spiel nochmal laden, 20 Minuten, nochmal alles einscrollen sozusagen, damit die Texturen laden, nochmal 5 Minuten. Und dann stelle ich fest, das ist ja auch alles weg. Jetzt habe ich es nochmal gebaut. Ich hoffe, halbwegs so, wie es vorher war. Jetzt machen wir das nochmal, aber sicher nicht mehr mit viergleisigen Kohlebahnhöfen. Also, wir sind stehen geblieben hier. Ich habe mal geguckt, also mit 5 Gleisen geht's. Jetzt bin ich hier aber wirklich ganz vorsichtig. Erstmal den Bahnhof auswählen. Moment. Ja, jetzt bin ich hier fast ein bisschen nervös, muss ich sagen. Okay, ich wollte ja den Bahnhof auswählen. 5 Gleise, maximale Länge. Und dann hier diesen hier. Und dann nehmen wir ihn und dann machen wir ihn gleich hin. Nicht, dass er sich anders überlegt. Wobei, es kann natürlich auch sein, dass das irgendwie, weil ich da aufs Wasser gekommen bin, dass das nicht so, nicht so beliebt ist bei diesem Bahnhof. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, wir sind ja wieder da. Jetzt gucken wir mal, wie wir das machen. Wir müssen ja von da oben, wo die... schon wieder aufs Wasser gekommen. Aufpassen, Heisi. Wir müssen ja von da oben irgendwie reinkommen. Deswegen wäre wahrscheinlich... Ja, am ehesten irgendwie so. Vielleicht noch ein bisschen weiter weg. So kommen wir rein. Mir würde halt hier unten relativ gut gefallen. Ich gehe mal hier raus zum Drehen, sicherheitshalber. Aber da kommen wir nicht vernünftig rein. Nee, das ist eigentlich Käse. Okay, nochmal drehen. Wir machen ihn irgendwie so, würde ich mal sagen, hier hin. Ein bisschen weiter weg. Dann können wir da mit einer Kurve reinkommen. Und wir kommen so natürlich relativ gut da hinten zum Stahlwalzwerk. Gut, ist mal gekauft. Hat auch geklappt. Spiel ist noch da. Heißt, sie ist glücklich. So, eine Straße. Hier runter, möglichst gerade. Perfekt. Hatte ich jetzt noch nie, dass bei einem Bahnhof irgendwie das Spiel abgestürzt ist. Bei Bussen ja, bei Zügen ja, aber nicht bei Bahnhöfen. Jetzt, was mir hier nicht so gefällt, ist irgendwie, das geht wieder so elend in die Höhe. Das war doch eigentlich genau das, was wir verhindert haben. Ja, nee, wisst ihr was, das machen wir nochmal kurz. Mit eurer Erlaubnis würde ich das hier glatt nochmal kurz machen. Wir müssen hier wahrscheinlich ein bisschen früher hoch. Also so. Gehen wir hier schon maximal hoch? Nein. Wir gehen hier noch eins höher. Und wenn wir jetzt hier rüber gehen und hier wieder runter und dich nehmen, dann haben wir halt auch irgendwie so eine komische Sprungschanze. Nee, jetzt geht's. Guck mal, das ist doch eigentlich... Nee, das ist viel besser. Das ist eigentlich genauso, wie ich es wollte. Jetzt gucken wir mal, ob wir dich noch ein bisschen in die Richtung kriegen. Wo müssen wir denn genau hin? Da unten, ja, ist eigentlich egal. Eine Kurve müssen wir sowieso machen. Da machen wir auch eine vernünftige. Das passt so mit der Brücke.
Und jetzt hier einmal eindrehen. Sozusagen. Wir gehen wieder runter. Schütten auf. Das ist okay. Und dann kämen wir da, glaube ich, auch rein. So, wenn wir es jetzt weiternehmen und gleich mal durchziehen. Bis hier runter, dann passiert Folgendes. Nämlich gar nichts. Doch, es gibt einen Tunnel. Aha. Nee, möchte ich nicht. Da können wir keine Weichen mehr machen. Das müssen wir anders hinkriegen. Hier möglichst in die Höhe gehen. Dann kommen wir auch ums Tunnel zumindest halbwegs rum. Die Richtung würde stimmen. Ja, aber so kriegen wir... Ne, wenn es anders geht, kriegen wir auch so kein Problem mit dem Höhenunterschied. Aber ob das Gleis das Richtige ist, das ist dann noch ein bisschen die Frage. Wenn wir ja von hier hinten kommen, hier haben wir das Erzbergwerk hier runter. Ich würde schon dann irgendwie hier mit einer Brücke rüber, dann ist eigentlich das Gleis hier falsch. Also, wir machen das mal anders. Wir gehen mal von dem hier raus. Dann haben wir das Tunnelproblem eigentlich... Ja, aber doch, wir haben es auch ein bisschen. Wir gucken mal. Jetzt bauen wir das. Jetzt wird das hier rangepinnt. Und dann haben wir einen Tunnel und hier noch so ein Dingens. Ach, das muss irgendwie anders gehen. Wobei, hier hätten wir jetzt wenigstens Platz. Hier können wir mit dem zweiten Gleis eigentlich auch noch eine Weiche machen. Das machen wir so. Dann gibt es dieses Tunnel, würde ich mal sagen. Jetzt haben wir mit dem zweiten Gleis sowieso noch überhaupt nicht geguckt. Das werden wir jetzt mal in Angriff nehmen. Mal gucken, ob wir hier was hinkriegen, zweigleisig. Das hat ja hier hinten eh schon eingleisig begonnen. Jetzt wollte ich gerade sagen, wo ist jetzt hier die Brücke hingekommen? Aber okay, da haben wir so einen kleinen Knubbel. Das ist ja genau das Coole. Und ich sehe aber, dass hier oben, genau, kann ich diesen Baum eventuell noch kappen? Ich kann. Der hängt uns sonst dann natürlich in die Strecke rein. Wo sind wir denn stehen geblieben? Da vorne. So, jetzt wird es interessant. Mal gucken. Hier wird es natürlich problemlos gehen. Bei den Brücken sehe ich dann eher ein Problem kommen. Aber sonst gibt es dann halt je nachdem auch wieder eingleisige Bereiche. Ja, das geht ja problemlos. Also zumindest bis da hinten funktioniert es. Okay, wir drehen. Wir haben da nur noch 199, habe ich gesehen. Das ist aber kein Drama. Denn auch wenn wir schnelle Güterzüge haben, so schnell werden sie kaum sein, da die Wagen ja natürlich auch immer noch ein bisschen mitlimitieren, was das Tempo angeht. Kann ich das vielleicht sogar? Ja, das habe ich befürchtet. Genau bei der letzten Brücke, bei der, welcher wir neu gebaut haben. Da gibt es ein Problemchen. Wenn wir dich hier lang nehmen. Oh, dann auch. Ja, ist halt über zwei Schienen rüber. Ne, geht auch nicht mit näher rangehen. Geht gar nicht. Gut, dann machen wir das hier halt einen kurzen Abschnitt lang auch noch eingleisig. Das macht nichts. Wir haben zwei Züge, so werden die wenigstens auseinandergehalten. Das ist schon okay. Wo müssen wir jetzt hier rein? Wenn wir dieses Gleis hier nehmen, das hier, dann legen wir das mal hier an. Mal gucken, wie es mit dem Tunnel aussieht. Das scheint zu funktionieren. Okay, dann nehmen wir natürlich diese Seite. Das ergibt sich ja dann aus der Situation heraus. So, mitnehmen. Und hier oben dann wieder in eine Weiche rein. Da mache ich jetzt mal ganz bewusst eigentlich relativ lange Weichen, damit wir ein bisschen Tempo haben. Mal gucken, wo hier Feierabend ist. Hier vorne mit 150. Das ist okay. Gut. Dann hätten wir es eigentlich. Dann fehlen die Signale. Hier fehlt noch ein bisschen Terraforming, aber ja, ich denke, das werde ich im Zeitraffer dann machen. Da wir ja jetzt auch noch weiterbauen natürlich, von da hinten noch das Erz holen und von hier noch zum Stahlwalzwerk müssen. Ich würde jetzt aber hier trotzdem, da das in sich eigentlich hier abgeschlossen ist, tatsächlich schon Signale setzen. Dann haben wir die. Ach, ja, vielleicht noch eine Weiche. Dann machen die Signale mehr Sinn. Kriege ich hier was hin? Ja, wir haben es nicht schön angelegt. Sonst baue ich das dann nochmal kurz neu. Würde gehen, ist aber fast ein bisschen zu langsam, wenn man es genau nimmt. Wir machen hier diesen kleinen Abschnitt nochmal neu. Den hier. Dass wir es hier nochmal länger anlegen. Und dann hier unten dafür natürlich wieder Tempo ein bisschen einbüßen, wenn wir hier rüber gehen. Aber das ist egal. Geht ja da sowieso in den Bahnhof rein. So, jetzt habe ich hier aber einen größeren Bereich, wo ich eine Weiche hinstellen kann. So, dann haben wir ein bisschen Abstand da. Das ist perfekt. Gut. Signal. Ich würde mal sagen, hier. Dann
nach dem Tunnel. Geht ja im Tunnel natürlich nicht. Nicht bei Tränenfieber. So, normale Blocksignale. Ne, Blödsinn, nichts. Nichts mit Blocksignalen, sondern hier haben wir eingleisig. Das heißt, hier machen wir wieder die normalen Signale hin. Jetzt muss ich mal gucken, hier in die Gegenrichtung, hier unten. Können wir eigentlich auch noch eins machen. So. Und hier oben in die Gegenrichtung machen wir mal hier eins hin. Dann machen wir gleich auf der Seite auch noch eins. Das müssen ja nicht immer zwei sein. Hier kann ich es nicht machen, sonst stehen wir auf dem eingleisigen Bereich. So, jetzt haben wir hier aber wieder die Situation, dass wir nochmal eine Weile lang normale Blocksignale machen können. Was heißt eine Weile lang? Eigentlich auch nicht. Nur bis hier vorne, dann ist hier auch schon wieder Schicht im Schacht. Jo, machen wir hier auch noch eins. So, und jetzt, ja, beim Bahnhof unten, da müsste eigentlich alles schon soweit passen. Beziehungsweise nein, das stimmt nicht mal. Wir haben hier ja ein Weichensystem. Haben wir es denn hier eingleisig oder wie haben wir das geplant? Wahrscheinlich haben wir das noch gar nicht geplant. Dann lassen wir das für den Moment mal noch bleiben. Aber ich glaube, das ist eingleisig angedacht, dass wir hier hochgehen. Und dann geht das hier oben irgendwie dann irgendwann rüber. Na? Nee, das geht sogar hier rein. Gut, das ist dann aber zwar mit Gegenverkehr. Da kann ich kein Signal stellen. Und hier, wir warten. Wisst ihr was? Das ist einfacher, wenn wir die Linie dann eingezeichnet haben. Oder wir zeichnen die Linie jetzt ein. Wobei, sollen wir das nicht haben? Nee, wisst ihr was? Wir machen es jetzt. Dann haben wir diesen ersten Bereich sozusagen gebaut und bauen wir die Bereiche einfach alle einzeln. So, und hängen die dann sozusagen zusammen. Also das wäre jetzt von hier nach hier unten. Und dann sehen wir, dass wir hier eine doofe Farbe haben. Sehen wir primär. Wenn wir mal rot, dann sehen wir es wirklich. Ja. Genau. Und was machst du jetzt hier oben bei dieser Kreuzung hier genau? Ist auch mit Gegenverkehr. Ist eigentlich logisch. Das heißt kein Signal. Und hier unten haben wir, hier haben wir normalen Verkehr. Aber hier, wollen wir mal gucken. Ach, wir kommen ja von hier her. Ne, wir kommen nicht von hier her. Was macht das Spiel denn? Das ist falsch. Ich brauche die Linie in einer anderen Farbe, sonst gibt es hier ein Durcheinander. Aha, nee, das ist natürlich falsch. Wir wollen hier rein. Das heißt, wir machen einen Wegpunkt. Ich hoffe, das klappt. Also das mit dem Wegpunkt wird sicherlich klappen. Es ist mir die Frage, ob die Linie das mitmacht. Das werden wir aber auch rausfinden. Machen wir hier mal den Wegpunkt. Und das würde heißen, vor Unterfahrenhorst, also nach Pasca-Zentrum, wollen wir hier lang. Ja, dann hat er das umgemodelt. Bestens. Dann gucken wir nochmal. Jetzt haben wir hier sozusagen Ruhe. Was haben wir hier für ein Signal? Ach, vom Gegenverkehr. Gut, hier machen wir mal noch nichts. Können wir nicht. Nicht mit Gegenverkehr. Dann geht es hier rauf. Und da raus, dann passt es. Was jetzt hier nicht passt, ist im Prinzip das Signal von der alten Linie. Da haben wir hier unten eins, da geht perfekt. Noch eins hier oben hin. Wir gehen nochmal rauf. Und machen dich hier oben noch hin. Jetzt muss ich gucken, wo ist dann hier nachher das nächste Signal. Ist ein Signal, das ist ein Signal. Hier oben, das würde dann eben wieder nicht mehr stimmen. Das ist aber natürlich schön vor der Brücke. Das hat durchaus seine Berechtigung gehabt, solange wir hier nicht rausgehen. Und wenn wir jetzt runterkommen, muss ich nochmal drehen, sorry. Dann haben wir im Prinzip hier noch ein Dingens, wo wir ein Signal haben sollten. Das geht noch hier, dann machen wir das noch hier. Jetzt muss ich auch hier gucken, wo haben wir da das nächste. Das hier unten, sehe ich das richtig? Ja, würde das reichen oder stehen wir da rein? Ich würde sagen, das ist ein bisschen zu nah. Können wir damit noch weiter runter? Wir können hier einen normalen Block setzen. Dann stehen wir auf der Brücke, deswegen habe ich das eigentlich nicht gemacht. Ist aber egal, das können wir natürlich schon tun. Dann muss das hier jetzt aber wieder weichen. Na, ich brauche das Signal, nicht den Baum. So, dann hätten wir das. Gut, Signale gesetzt, gemacht und getan. Linie, würde ich sagen, können wir eigentlich auch schon benennen. Ist ja relativ selbst... Ja, wobei, Moment, nee, die Linie geht ja noch weiter. Die Idee, die Linie ist noch gar nicht fertig. Die Idee ist ja, hier rein, hier die Kohle holen und dann gehen wir nach hier hinten, liefern die Kohle ab und nehmen hier gleich mal die Waren noch mit.
und fahren dann hier wieder zurück. Also von daher benennen wir die mal noch nicht, sondern ja, wir bauen mal weiter hier bis zum Stahlwalzwerk. Ist relativ klar, wo wir hier raus müssen. Das machen wir auch damit zwei Gleisen. Dann nehmen wir aber zuerst das untere, würde ich mal vorschlagen. Und gehen hier ein bisschen Richtung Straße. Das ist immer nett. Was wir mit den Gleisen machen. Ja, zum Beispiel noch nach Fahrstadt. Das heißt auch Fahrstädt. Fahrstädt, genau. Zum Beispiel, dann müssten wir hier ein Weichensystem haben, dass wir hier wieder rüberkommen. Das würde ich aber glatt dann machen. Platz haben wir ja hier zwischen der Ding und zur Not kommt die Küstenstraße hier halt weg. Gut, wir bauen das mal. Jetzt wäre das nächste aber sowieso dann gleich mal nochmal ein Bahnhof. Nochmal ein Kohlebahnhof, wenn dann aber wieder mit 5 Gleisen. Die 4 Gleise, die sind gestorben bei mir. oder wir machen hier halt einen Containerbahnhof, denn der liefert ja auch Waren aus. Und der sieht sicherlich relativ nett aus hier hinten. Wir gehen mal zum Bahnhof. Cargo. Wo haben wir die? Hier. 5 Gleise, 320 Meter. Wo passt du hin? Wo siehst du nach was aus? Sicherlich hier oben. Kommen wir da mit dem Gleis rauf? Das ist die andere Frage. Das ist ja dann doch ziemlich in der Höhe. Wir müssen es eigentlich komplett einmal um die Achse drehen. Oh ja. Na, das ist ja. Ja. Okay, hat sich erledigt. Dann würde ich eher hier unten hin machen. Zum Beispiel so. Dann hätten wir wahrscheinlich nicht so einen riesigen Unterschied von der Höhe. Aber wir haben immer noch einen. Ja, jetzt können wir das ja nochmal drehen. Das sieht eigentlich besser aus. Das scheint halbwegs zu funktionieren. Wir sind ein bisschen weit weg vom Stahlwalzwerk so. Wenn wir es so machen, dann müssen wir mit der Straße da noch runter. Das ist eigentlich okay. Aber wir sind schon massiv in der Höhe. Ich baue es trotzdem mal. Kostet uns ja nichts. Ja, das ist doch relativ weit oben. Wir können ja mal gucken. Ja, da also gibt es sicherlich eine Brücke oder eine Aufschüttung. Die Frage ist... Ah doch, das geht. So drastisch ist es dann doch nicht. Und da wäre die Straße im Weg. Und sonst würde es hier halt eine Brücke geben. Das würde heißen, wir können die Weiche erst hier vorne machen. Das... Schauen wir mal noch, oder sollen wir diesen Knubbel wegnehmen? Das ist natürlich schlecht. Der Knubbel ist genau der Eingang hier vom Stahlwalzwerk. Aber wir können es natürlich in kleinen Schritten bauen. Das wollen wir mal so rausgehen. Da kommen wir eh schon ordentlich runter. Das Ganze mal aufschütten. Das wird dann mit dem zweiten Gleis aber wahrscheinlich schwierig. Hier mit der Straße. Das sehe ich ehrlich gesagt schon kommen. Wir können es ja mal testen. Bauen es mal. Nee, geht problemlos. Wie geht es denn hier mit einem weiteren? Ja, da wird es dann schwierig. Oh, guck mal einer an. Das ist nicht, noch nicht mal angeschlossen. Das wäre jetzt lustig gewesen, wenn das genau nicht mehr gegangen wäre. Also lustig ist anders, aber... also eine Weiche würde noch gehen. Hier kommen wir sogar mit dem dritten Gleis auch noch raus. Wenn wir es denn müssten. Gut. Zwei Gleise hier unten. Wir nehmen mal... Nee, das ist aber erst eines, sehe ich gerade. Okay, soviel zum Thema zwei Gleise hier unten. Dann kommst du mal noch so hier hin. Na, jetzt können wir die Weiche wieder nicht machen, wenn ich das so mache. Hi, sie. Ja, ist halt irgendwie, ich wollte es möglichst schnell und gerade haben. Aber wir machen das so. Nehmen das mit. Nach hier vorn und dann kriegen wir auch die Weiche hin. Und jetzt sind wir hier eigentlich doch schon ein bisschen zu weit. Geht das bis zum Bahnhof, wenn ich das hier abreiße? Ja, na gut, dann reise ich eben nochmal ab bis zum Bahnhof. Und stelle es von hier nochmal hin, genau. Dann geht das hier nach vorne. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir mit dem hier reinkommen. Jawohl, ohne Krümmung ist zu groß oder sonst irgendwas. Bestens. Auch mitnehmen und anschließen. Dann müsste das eigentlich schon klappen. Gut, das heißt jetzt, unser Zug, der kann hier rein, Kohle abliefern, dann weiterfahren hier vorne ins Stahlwalzwerk. Was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen hier noch Erz. Und das käme von da hinten. Da könnten wir machen, hier rüber und hier in diesen Bahnhof rein und dann mit weiteren Gleisen hier lang. Oder wir könnten es anders machen, dass wir zum Beispiel hier rausgehen. Was irgendwie ja nicht funktioniert, stelle ich gerade nochmal fest. Da die Straße im Weg ist, und eben die Straße können wir nicht wegnehmen. Aber mit einem Gleis, haben wir ja gesagt, kommen wir raus.
dass wir es so machen. Moment. Nein, das ist dann doch nicht ganz, was ich wollte. Sondern so. Und dann hier vielleicht sogar früher über die Straße rüber und über den See. Oder wir machen hier das dritte Gleis. Und machen es dann halt hier unten mit einer Weiche, wenn wir hier nicht reinkommen. Es ist halt doof, dass wir da nicht reinkommen. Wobei, guck mal, das würde sogar gehen. Je nachdem, mit einer Brücke wird es dann funktionieren. Wir testen das mal. Wir haben ja jetzt diese Strecke eigentlich eh fertig. Wir haben zwar die Linie noch nicht, wir haben die Signale nicht, wir haben die Weichen noch nicht. Das mit der Weiche werde ich gleich mal ändern. Aber ich würde sagen, jetzt widmen wir uns doch schon der Erzlieferung. Also, dann würdest du mal so rauskommen. Und dann geht's eben doch nicht. Wir können dann auch keine Brücke mehr machen, wegen der Aufschüttung hier. Okay, wenn wir zwei Brücken machen, also sprich, hier mal abreißen. Jetzt haben wir hier aber allerdings diesen Riesenknubbel. Ach du Grüne, das ist dann, ja, das ist natürlich doof, wenn man was ausprobieren will. Moment, das hat schon gepasst, wenn man was ausprobieren will und sich dann die Landschaft so zurecht geformt hat vom Spiel her, dass man dann da nicht mehr viel ändern kann. Vielleicht kriegen wir es hier noch ein bisschen weg, dass wir auf die Brücke raufkommen. Das wäre mein Wunsch. Das geht vielleicht tatsächlich mit dem auch. Nein, dieser blöde Straßenwimpel hier, der stört mich schon gewaltig. Aber eben, das müsste der Eingang sein hier zur Fabrik. Den können wir nicht kappen. Können wir schon, da das ja sowieso eigentlich, ja, Schönbaulinien sind. Aber irgendwie das dann auch wieder sowas. Das stimmt dann mein Bauchgefühl leider wieder nicht mehr. Die sollten hier schon arbeiten können. Wenn wir das so machen. Wir kommen nicht auf eine Brücke. Arg. Wenn wir zuerst die Brücke machen. Mal gucken, ob die überhaupt funktioniert. Vorher ging es ja mal. Ja, wir können ja die machen. Nee, geht irgendwie auch nicht. Das ist ja doof. Dieses olle Stückchen Straße da hinten. Aber es liegt auch daran, dass wir hier halt eben nicht mehr auf eine Brücke raufkommen. Ich werde jetzt hier trotzdem nochmal schnitzen. Mit Runterwinkel. Dass wir das weg haben. Dass er wirklich eine Brücke machen kann. Was wir hier wegkriegen, kommt weg. So, hier auch noch. Und jetzt müsste es eigentlich machbar sein, dass er da eine Brücke macht. Jetzt haben wir hier wieder ein Loch bis nach Australien. Nee, doch nicht. War nur Schattenwurf. So, wir ebnen das wieder ein, dass es ein bisschen gleichmäßig ist. Okay, und jetzt nochmal gucken. Schaffen wir das mit der Brücke? Hier wahrscheinlich nicht. Aber hier kommen wir ja so rüber. Und hier. Na, das hat ja sehr viel gebracht. Wobei, Moment, wir sind zu weit unten. Aha. Okay, so wird's gehen. Wenn wir dich jetzt hier noch ein bisschen ziehen. Ja, dann geht das. Dann kommen wir hier raus mit dem zweiten Gleis. Wir kriegen hier aber keine Weiche hin. Das ist jetzt wieder das Problem. Das heißt, dann können wir es auch gleich eingleisig machen. Arg. Schade. Oder wenn wir hier reingehen und das Gleis hier... Ja, das können wir sowieso nicht benutzen. Guck mal, wir kommen hier nicht mehr weg mit dem anderen Gleis. Ich teste jetzt nochmal ganz kurz. Ne, wenn ich jetzt hier wieder teste und das Gleis wieder nach vorne ziehe, dann haben wir wieder die Aufschüttung. Dann kommen wir mit der Brücke wieder nicht mehr raus. Wir machen das so. Machen hier diese Brücke. Dann machen wir mal diese Güterzugbrücke. Da können wir sogar noch ein bisschen runter. Noch weiter runter, aha. Ne, noch weiter runter geht nicht. Finde ich eigentlich okay. Dann haben wir hier schon ein bisschen eine Ebene. So, dann gehen wir hier in dieses Gleis rein. Ich würde mal sagen so. Und hier in der Mitte können wir eigentlich noch ein Depot oder etwas hinstellen. Und jetzt ist halt dieses Gleis hier ja, leicht obsolet leider. Wir gucken mal. Nehmen wir ein Gleis. Ne, das geht nicht. Ja, ist klar, da ist das Geländer und alles im Weg. Das ist ja schade, aber okay. Dann hat sich dieses Gleis halt erledigt. Oder wir machen es anders. Herr Heisenberg. Warum nicht einfach in das Gleis reingehen? Dann ist das da nicht völlig nutzlos. Ach, okay. Ah, nein, nicht, dass ich jetzt... Nein, was habe ich denn jetzt? Nein, was habe ich jetzt angestellt? Jetzt habe ich alles wieder kaputt gemacht. Aber eigentlich ist ja immer noch... Ist aber noch ein Loch da. Das muss doch eigentlich gehen, dass wir hier rüberkommen.
Das andere habe ich schon gebaut. Aha, ist ja auch interessant. Wenn wir hier diesen machen. Das ist ja interessant, dass das beim anderen alles okay. Wir plätten nochmal. Das ist halt Tränenfieber in Reinkultur. Genauso kenne ich es und genauso, ja, liebe ich es auch. Es ist halt Bastelstunde, bis wir dann diese Züge haben. Aber wäre ja auch doof mit dem Fingerschnippen. Und dann ist diese Strecke da. Das möchte man ja auch nicht. Schau wieder in die Höhe. Und dann kommen wir da tatsächlich aus irgendeinem Grund. Ja, weil wir da wieder aufschütten, statt dass wir eine Brücke haben. Okay, nochmal kurz. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen ein Riesenmanöver, nur um das eine Gleis da zu wechseln. Aber ich finde, es sieht ein bisschen doof aus, wenn da halt ein Gleis, wenn das Gleis da einfach aufhört. Das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Ja, geht nicht. Okay, dann gehen wir hier nochmal ein bisschen runter. Geht auch nicht, aber hier geht's. Das Problem, das Hauptproblem war irgendwie hier hinten. Machen wir hier halt ein Riesenloch hin. So, das kommt hier auch nochmal weg. Und hier noch ein bisschen, wenn es denn geht. Damit er da eben nicht aufschüttet, sondern die Brücke dort schon anfängt. Dann werden wir auch keinen Konflikt haben. Eigentlich. In der Theorie. Mhm. Okay, wieder rauf. Mal gucken, was das Spiel macht. Das ist hier immer noch am Aufschütten. Warum schüttest du hier auf? Du hast doch hier eigentlich gar keinen Boden mehr. Aber das darf halt nicht anlegen. Ich muss mal das Lied wechseln. Das ist wieder das, was brummt. Dann heißt wieder, das Video brummt. Ja, so geht's. Okay, Moment. Das können wir, glaube ich, so tatsächlich irgendwie... Ja, jetzt kommen wir da dem Gleis zu nahe. Und wenn wir es so machen, dann kommen wir da der Straße zu nahe. Ich muss sie aber auch nochmal abreißen, ich Äumel. Ah, ja, okay, deswegen geht's eben auch nicht. Weil wir dann dem Gleis da zu nahe kommen. Gut, wir machen es doch wieder so. Und jetzt lassen wir es. Dann haben wir da halt das eine Gleis. Das hier, das vergessene Gleis. Das ist dann halt so. Ich muss mal... Nee, da kriege ich auch kein Depot hin. Ja, das ist einfach... Da ist einfach kein Gleis. Da haben sie halt irgendwie das Ganze falsch spekuliert hier mit zu vielen Gleisen. Aber ich wollte jetzt hier auch nicht drei machen. Das ist... Ich traue diesen Bahnhöfen seit heute nicht mehr so hundertprozentig. Zumindest nicht diesen gemoddeten. Ja. Können wir eigentlich so machen. Vielleicht nochmal ein bisschen runter. Das haben wir beim letzten Mal auch gemacht. Und dann geht das hier, wie wir es eh wollten und eh schon gehabt haben, hier rein. Und hier mit einem zweiten Gleis raus. Möglichst schnell. So, und hier wie gesagt ein Depot. Dann hat das Ganze dann auch noch Sinn. Hier wird es wahrscheinlich gleich nochmal eingleisig. Je nachdem. Ja, tatsächlich, das habe ich fast befürchtet. Da kommen wir nicht dran vorbei. Aber dann brauchen wir die Weiche hier vorne eigentlich nicht. Oder wir machen hier halt ein Ausweichgleis. Und zwar so. Okay. Und dann wird das hier vorne dann nochmal zweigleisig. Wo gehen wir rein? Hier oder hier? Ich würde mal sagen, wir gehen hier rein. Viel mehr verkehrt hier sowieso nicht. Nicht beim Kohlebahnhof. Und hier machen wir, wenn es irgendwie geht, noch ein Depot oder irgendein Gebäude hin. Oder ziehen das Gleis noch ein bisschen weiter und machen dann Prellbock hin. Irgendwie sowas in der Richtung. Gut. Jetzt würde ich hier gerne wieder rausgehen. Auch möglichst schnell. Und schon haben wir hier ein ordentliches Gleisbett, würde ich mal sagen. Jetzt gehen wir hier mal raus und gucken, ob wir hier so ein Depot ranhängen können. Dann haben wir hier auch eins. Und zwar so eins. Ja, das geht perfekt. Gut. Okay, und hier noch ein paar Bäume oder irgendwas in der Richtung dann jetzt. Schauen wir schnell wegen den Weichen. Und zwar gleich bei beiden Bahnhöfen. Das wäre mal hier. Das ist da wieder nicht zusammen. Und viel früher kommen wir nicht zusammen. Entweder lege ich es nochmal richtig an. Oder wir gehen halt doch ein bisschen weiter rauf. Wir gehen mal hier rauf. Okay. Das gleiche hier daneben. Da haben wir allerdings viel mehr Platz. Deswegen machen wir das hier hin. Und was wir dann halt wirklich zweigleisig machen und was nicht, das werden wir sehen. Bau ist möglich, ich weiß es. Ich muss es nur richtig erwischen hier. Was denkst du?
Ah doch, eben, so viel zum Thema. Der Fehler sitzt meistens vor dem Computer. Gut, da gibt es dann Signale. Und hier hinten, hier oben, da haben wir eine Weiche. Und hier unten können wir keine mehr machen, beziehungsweise haben wir eh auch schon eine. Hier für diesen kleinen Bereich. Der ist eher unsinnig. Aber wisst ihr was, da stellen wir einen Zug drauf, einen Fake-Zug hier auf dieses kurze Stück. Dann sieht das auch wieder besser aus. Das machen wir aber, wenn die ganze Linie soweit dann mal funktioniert, würde ich vorschlagen. Und jetzt hier, dann haben wir hier nur ein Depot. Da müssten wir schon ein Gleis haben, was irgendwie auch noch reinkommt. Aber da machen wir dann eine Weiche. Wow, und hier haben wir eine riesen Schneemenge. Geht aber. Gut, ich wollte gerade sagen, das kann gut sein, dass wir hier auch in den Tunnel reinkommen. Nee, nee, das funktioniert. Stimmt die Richtung. Wo müssen wir denn genau lang? Hier durchs Tal durch. Dann wären wir dann da hinten. Da haben wir das Problem. Da haben wir noch ein Städtchen. Vielleicht hier um die Kurve rum. Und dann hier noch anlegen. Nee, das ist eigentlich, das ist diese schöne Felswand. Da möchte ich eigentlich nichts mehr anlegen. Da kommt sowieso der Bahnhof. Wir könnten aber in die andere Richtung. Hier vielleicht mit einer Brücke rüber, das Städtchen fast noch ein bisschen mitnehmen. Dann hier wieder eine Kurve und hier oben dann in den Bahnhof rein, der dann ja, wahrscheinlich irgendwo hier stehen wird, würde ich mal sagen. Könnten wir ja eh gleich machen. Ich muss aber hier hinten noch schnell das Ganze bauen. Okay, also wir wollen, haben wir gesagt, da durch das Tal durch. Das heißt, wir können hier auch noch ein bisschen geradeaus und gehen dann da über den Fluss rüber mit einer Brücke. Was haben wir hier für eine Brücke? Ist die von uns? Nein, die ist wahrscheinlich vom Spiel. Da oben haben wir noch eine Ölquelle. Gut. Vielleicht irgendwie über die Straße rüber. Wenn wir rüberkommen und sonst muss halt die Straße wieder weichen. Das werden wir gleich sehen. Jetzt gehen wir hier erstmal raus. Mit dir ebenfalls. So, dann können wir hier eine Weiche dann machen. Ich würde mal sagen, mit dem Gleis. Möglichst eine schnelle. Okay, dann kann er da wechseln. Damit er auch wirklich wechseln kann, gibt das hier nochmal eine Weiche. So, auch eine schnelle. Ja, das geht vielleicht sogar noch ein bisschen schneller. Oh ja. Oh ja, das geht wesentlich schneller. Gut, ist dafür dann halt eine Riesenweiche. Aber das stört uns natürlich auch nicht. Gut, weiter geht's. Jetzt müssen wir aber doch gucken, wie wir hier rüberkommen. Das geht ja dann auf eine Brücke und vor allem da vorne ist eine Straße, sprich Bahnübergang. Je nachdem könnte das ein Problem geben. Gibt es auch. Vor allem, wir wollen dann doch ja, in das Tal da hinten. Irgendwie so. Wenn wir hier raufgehen, dann würde das gehen. Dann hätten wir hier eine Brücke. Ja, das werden wir wahrscheinlich so machen, würde ich mal vorschlagen. Sollen wir wieder die Güterzugbrücke nehmen? Ich würde jetzt tatsächlich mal gerne wieder eine andere Brücke haben. Die hier gefällt mir halt auch sehr gut, aber eben, die ist so anfällig, weil die Brückenpfeiler dermaßen massiv sind. Also anfällig dafür, dass sie eben nicht funktioniert oder nicht mehr. Das ist irgendwie so ein Stelzending. Das ist sehr cool für sehr schnelle Züge. Sollen wir nochmal die rote nehmen? Hier hinten haben wir ja die silberne, also die metallische. Das hier ist auch eine metallische, ist klar. Wir nehmen mal diese rote nochmal. Jetzt vielleicht doch hier, ne, die Höhe geht nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, noch ein bisschen in die Höhe, weil wir hier ja Berg haben. Ja, da können wir auch mit einem Tunnel durch und dann, ah, das ist doch eine Idee. Hier irgendwie mit einem Tunnel durch den Berg durch, hier raus gleich auf eine Brücke, wenn wir das gebacken kriegen. Wir gucken. Dich kaufen wir mal. Und jetzt ziehen wir dich schon mal nach hier. Okay, das wäre eine ordentliche Wand. Und das wäre eine viel zu lange Brücke. Wenn, dann machen wir es so. Wären wir hier halbwegs richtig? Und wie sieht es mit der Höhe aus? Wir sind eigentlich fast zu weit unten. Aber wir können ja im Tunnel auch noch ein bisschen Höhe gewinnen. Das ist ja in dem Sinn auch nicht verboten. Ich würde sagen, wir bauen es mal bis hier hin. Gucken nochmal hier hinten, wo ist das zweite Gleis? Das sollten wir auch mitnehmen können. Machen wir ganz frech mal so und sehen. Das geht nie und nimmer. Da haben wir wieder ein Problem mit der Brücke. Weil die geht über Straße und über Fluss. Ja, das geht nicht. Okay, gut, dann wird es hier wieder eingleisig. Oder wir bauen eine zweite Brücke. Wo wäre das? Das wäre dann irgendwie so.
fast schon über die andere Brücke rüber. Nee, das klappt, würde ich sagen, so nicht. Das gibt da Konflikte. Das sieht man auch. Das geht so nicht. Gut, liebe Leute, wir sind über die Zeit. Ich habe völlig vergessen einzuberechnen, dass ja der erste Teil, den haben wir schon gemacht, bevor wir da den komischen Bahnhof benutzt haben, wo das Spiel abgestürzt ist. Das waren auch nochmal 8 bis 10 Minuten. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Jetzt aber nicht ohne Zug. Das machen wir dann doch nicht. Gut, und in der nächsten Folge geht es dann nach da hinten zum Kohlebergwerk. Da kommt ja schon ein Zug. Und was für ein schöner. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss.